Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 5 The Last Chronicles. Tomb Raider 5 Chronicles, verdammt. Wir sind in Trajan's Markets, die Trajan-Märkte. Whatever! Wir haben die Streets of Rome hinter uns gelassen. Ja, sieht ja schon ein bisschen anders aus, nicht, aber doch ähnlich. Was haben wir denn da? Ich meine, das Poster, nicht ihre Brüste. Was? Egal. Gehen wir doch gleich mal hier rein. Setzen wir unsere Erkundung fort. Das sieht irgendwie... Ah. Oh, nee. Laserpointer. Oh Gott, erst gestern habe ich den in Tomb Raider 4 gefunden. Und jetzt tut ihr mir das an. In Tomb Raider 5. Okay. Aber wir hatten ihn anscheinend schon, oder? Ja, wir haben schon einen Laserpointer drauf. Ist in Ordnung, falls wir ihn wahrscheinlich nicht gefunden haben im Vorgängerlevel. Ist das doch ganz schön nett. Nett? Cortisan und nett? Ja, kann man so sagen. Manchmal doch schon. Was haben wir denn hier? Oh, eine Gruppe! Eine mysteriöse Musik setzt ein. Ich mag Tomb Raider 5 übrigens von der Engine sehr gern. Es erinnert mich sehr an Tomb Raider 4. Was man prinzipiell mögen kann, nicht muss und... Aha. Okay, nein. Brechstange. Da liegt Munition. Ich wäre jetzt nicht abgeneigt, diese aufsammeln zu können, wa? Aber sie will nicht. Okay, das ist, naja, in Ordnung ist es nicht, aber... Sie hat heute wieder ihre Zuckung ausgepackt. Aha. Alles klar. Piccolo! Was? So. Ich mag übrigens diese Boxen. Ich finde die sehr süß. Hat sie gerade wirklich süß gesagt? Egal. Ich glaube, ist das hier was zum Durchsuchen? Oder was zum Klettern? Oder einfach nur zum hübsch anschauen? Nein, es ist was zum Klettern. Dann klettern wir doch nach oben. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und Lara auch nicht. Ah! Naja, so sieht man sich wieder nicht. Jetzt hat das Seil eine Bedeutung. Wollen Sie hoch? Ja. Okay, wir dürfen wieder balancieren. Da liegt Medipack, was ich eigentlich schon sehr gerne hätte, ne? Aber da wir nicht wissen, da wir ja solche Sprungmeister sind, mit wir meine ich das große D und der Atombusen hier, lieber speichern. Gerade weil solche Ecksprünge ja doch recht, schwierig sind. Aber wir haben es geschafft! Heb's auf, heb's, danke. Okay, jetzt ist aber die Scheiße. Wir müssen wieder zurückspringen, obwohl ich glaube, das geht. Ja. So. Wie war das? Ich glaube, sie muss Interaktionstaste. Ja. Okay, Konzentration, Konzentration. Okay. Das war schon gar nicht so schwer. Das war die Aufwärmrunde. Oh, das läuft ganz schön viel. Rechts! Okay. Ja, das scheint ja gut zu funktionieren. Bis auf ein bisschen Geschrei, aber das kennen wir ja von mir, ne? Man muss doch mal die Sau rauslassen, wenn man schon die Lara nicht rauslassen darf. Sie ist ja immer in irgendwelchen Leveln eingesperrt und gefangen. Puh! Das ist ein Grund zu speichern. Okay. Ah ja, die Kletterei geht weiter. Ich will nur kurz gucken, ist es das, was ich denke? Ja, hier haben wir den Laserpointer aufgenommen. Laserpointer! Mit A! Wie Tomb Raider und Lara! Okay, nein, da geht's noch nicht lang. Oh, wir sind anscheinend auf den Dächern. Zumindest sieht es so aus, als ob es Dächer darstellen sollen. Ah, das... Nein, okay. Es geht ganz schön nach unten. Lara, da liegen Fackeln, die überdimensional fett sind! Wie deine Waden. Was? Schrotflinte-Munition. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Ah, oh, sehr gut. Okay.
Noch hat das große Ding nicht zugeschlagen, liebe Oschis. Es ist alles noch in bester Ordnung. Okay, das war einfach nur ein Guckfenster. Ah, was machen wir? Richtig, wir speichern. Okay, sicher, sicher, ich bin halt so... Ah! Genau aus diesem Grund. Ich bin halt so eine Speicherhure. Einfach aus dem Grund, weil ich schlecht bin. Und es ist besser so, vertraut mir. Es ist wirklich für alle Beteiligten besser und für Lara auch. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Was war das gerade? Was waren das für Bilder? Ah, schöner Pegasus! Pegasus? Egal. Ja, Lara würde auch gern fliegen, aber das funktioniert leider nicht so. Die Fackeln. Euch das an. Die sind einfach riesig. Kommst du... Ja. Ich schaff's nicht mal mehr, einen Abhang hoch zu jumpen. Okay. Die sind so fett wie meine Waden. Das ist der Hammer! Aber ist in Ordnung. Da liegt auch noch was. Was ist denn hier los? Ich werde ja richtig beschenkt. Das macht mir Angst. Core-Design. Was soll das? Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde, wenn ihr mich hier beschenkt. Aber geschenken, da guckt man nicht ins Maul. Also würde ich sagen, setzen wir unsere Reise einfach fort. Wir tun so, als ob nichts gewesen wäre. Okay, wir scheinen beim ersten Rätsel dieses Levels angelangt zu sein. Vielleicht ist es auch das einzige. Es gibt auch Tomb Raider Level, die nur ein Rätsel haben. Ah, oh, das Licht sieht so schön aus. Oh, ich werde ganz sentimental. Lara, bist du auch sentimental? Ja, ich werde ganz sentimental. Okay, Lara, schön, dass du genauso denkst wie ich. Ja, das finde ich auch. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt nach unten, oder? Oder komme ich darüber? Darüber? Ich würde sagen, nein, aber... Oh Gott, meine Stimme. Aber man kann es ja probieren. Nee, der ist definitiv viel zu weit. Oder? Ja. Toll, jetzt habe ich deswegen Leben verloren. Aber wir sind jetzt wenigstens um diese Erfahrung schlauer. Wir haben es probiert. Probieren geht über Studieren. Das war sinnlos. So, wir haben ein riesen Zahnrad, eine riesen Zahnradformation, kann man ja schon sagen, gesehen. Und mir macht es ein bisschen Angst, dass noch keine Gegner in diesem Level sind. Ich meine, gab es jemals ein Tomb Raider Level ohne Gegner? Ich habe eine Idee. Ich glaube nicht, aber egal. Nee, oder? So präzise kannst du gar nicht schießen, steuern. Okay. Ich glaube, das ist Quark. Ja, wie viel Munition habe ich eigentlich? 19. Wir sollten so möglicherweise, aber wirklich nur minimal ein bisschen sparsam sein. Okay, ich glaube, das öffnet sich. Das ist so eine Art Tor. Wir sind hier noch viel zu früh. Also gehen wir wieder raus. Gold. Ja, warte. Da komme ich her, oder? Nee. Hä? Nee, da komme ich nicht her. Aha, wir haben das Zahnrad gefunden. Kann man da runter? Ja, es sieht so aus, als ob man irgendwie in den Keller müsste. Tätentä! Oh. Kannst du hier klettern? Dich entlang wubbeln? Irgendwas machen? Nein. Ja, ne? Das ist... Scheiße, wa? Es ist die Frage, ob ich hier nicht viel zu früh bin. Denn am Startergebiet, wo wir angefangen haben, ging es noch geradeaus weiter und ich bin ja rechts in die Tür abgebogen. Jetzt ist aber die Frage, ob ich zurückkomme. Wenn nicht, habe ich so ein minimal kleines Problem. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter. Ein Hebel. Kannst du hier was machen? Nee. Kannst du drauf schießen? Ja, aber es passiert nicht, wa? Das war ein bisschen, ne? Ist das eine Leiter? Nein. Ist das eine Kiste? Nein. Okay, das sind Pixel!
Tja, das ist... Ich dachte gerade schon, es gibt mal... Oh, warte, warte, warte. Eine Option haben wir noch. Eine Tomb Raider-Folge, in der mal alles glatt läuft. In der ich einfach mal richtig laufe. In der das große D nicht zuschlägt. In der ich und Lara harmonieren. Harmonieren. Wie ein Orchester. Aber es will nicht. Es geht nicht. Sie will nicht. Ich will. Ich schon. Aber diese Frau, dieser Atombusen mit Gesichtern, Gesicht, sie hat nur ein Gesicht, nicht Gesicht, Herr, mit diesem Gesicht. Sie will nicht. Nee, warte, da komme ich her, ne? Meine Idee ist, dass das hier nach oben schießt. Wie eine Fontäne. Aber ich benötige den richtigen Knopf, Hebel, Schlüssel, bla, Mechanismus dazu. Das Tor, boah, ist halt zu. Gibt es hier einen Hebel, den ich vielleicht übersehen habe? Wäre ja nicht das erste Mal, ne? Man muss ja mit allen rechnen. Da komme ich ja nicht hoch. So, und hier geht es bestimmt da hinten weiter. Es sieht so aus, als ob sich das Teil verschieben ließe. Aber nicht durch bloße Hände! Lara ist schon stark, aber so stark auch wieder nicht. Okay. Aber ich komme doch nicht mehr zurück. Was soll ich denn? Ja, das wäre jetzt ein bisschen bitter, wenn es heißt, ja, musst du halt laden, nochmal alles von vorn machen. Du hast die falsche Reihenfolge. Das ist doch eine Leiter. Oh mein Gott, ich habe was entdeckt. Lara, ich bin so stolz auf dich. Ich weiß. Okay. Ja, es ist eine Leiter. Und das geht weiter, meine lieben Oschis. Okay. Oh, es geht wieder hoch hinaus. Lara, du wolltest ja schon immer mal Richtung Himmel. Auf gut Glück! Ja! Das war ein Satz mit X, würde ich sagen! Ah. Macht nichts, da musst du halt laden. Und dieser Techno-Ladebildschirm ist der Hammer. Okay, wir können ja eigentlich jetzt direkt die Leiter nach oben nehmen. Es gab hier nichts. Ich überlege kurz. Nein, es gab nichts. Warte, ehe wir jetzt hier wieder verrecken, elendig. Gibt es hier irgendwas? Nee! Ich muss zur Seite. Nun, wie soll das funktionieren? Ja, Lara, du machst das schon. Ich setze all meine Hoffnung in dich. Warte, hier, da ist eine Kante. Kann ich hier einfach so... Nee, geht natürlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist doof, ne? Ah, nein, warte, sie kann noch um den... Aha, das große D kapiert. Sie kann noch um den Block drum rum, richtig? Richtig? Ja. Stubby hat's kapiert. Okay, Oh Gott. Da liegt was. Ja, gebt mir 100 Wege. Ich würde sagen, wir springen erstmal in die Richtung. Aber first, we gonna save. Okay. Ich glaube, die Waffen kann ich wegpacken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier kein Gegner mehr kommen wird. Höchstens ein paar Ratten. Und damit, hoppala. Und damit meine ich nicht Lara, sondern tatsächlich richtige Nagetier. Fieps, fieps mit langen Schwanzratten. Ach, das ist genial. Das ist perfekt. Nein, es ist nicht. Okay. Spring bitte. Danke. Danke, mein Herzblatt, welches du nicht bist. Welches du nie sein wirst. Es sei denn, wir spielen dieses Spiel durch. Dann habe ich vielleicht ein paar Gefühle für dich, aber die halten sich auch so ein bisschen in Grenzen. Es ist etwas passiert! Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein kleines Stückchen. Noch ein Stück? Noch was? Nein, okay. Es scheint also mehrere...
Mechanismen zu geben. Das war ein kleiner Austick von mir. Entschuldigung dafür, aber... Nein, mir tut es eigentlich überhaupt nicht leid. Haha, jetzt ist die auch noch so dreist und lügt! Ja, so sieht's aus.